Es geht weiter bei Let's Play Castlevania Symphony of the Night. Ja, ich hab's richtig. So. So, die kleinen Geister. Phantom Schädel. Die interessieren mich nicht. Aua. Ja, das war jetzt unschön. Man kann nämlich kurzzeitig auch noch abspringen und damit auch ganz weit nach hinten kommen. Wäre jetzt der Phantomschädel nicht da gewesen, wäre ich auch rübergekommen. Aber hier habe ich jetzt zurzeit sowieso nichts zu suchen. So. Ich muss jetzt meines Wissens nach zurück, nämlich sehr weit zurück. Und ich hätte auch mal auf... Oder? Ah, komm, ich hol eben onscreen das Damaskus-Schwert. Das tut mir jetzt leid, dass ich das irgendwie verbaselt habe. Also ganz genau, hundertprozentig wissen, wie ich jetzt wohin lang gehen muss, das weiß ich jetzt auch leider nicht mehr hundertprozentig genau. Ich nehme den Fahrstuhl. Also der Fahrstuhl ist sowieso immer sehr lustig mitzufahren. Na, 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 na. Vielleicht ist jetzt die Musik der da. So. Da, da, da. Ups. Ja, man muss bei den Gegnern wirklich punktgenau zuschlagen, sonst erleidet man Schaden. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ja, später kann man übrigens nicht mehr verflucht werden. Ups. Durch ein bestimmtes Relikt. Also bei den Relikten kann man wirklich sagen, da gibt es jede Menge. Gib mir doch ein Rapier, dann bin ich auch zufrieden. Ah, Level Up. Böses Buch. Ganz böses Buch. Mir fällt auch gerade ein, ich habe euch eine Sache auch nicht vom Bibliothekar gezeigt, beziehungsweise zwei Sachen sogar. Nein, die Musik ist leider nicht mit dabei. Schade. Zum einen, Taktiken. Man sieht hier jetzt Gorgler und Gaibon, Doppelganger 10 und Dracula. Da kann man sich nämlich Taktiken ansehen. Ist nicht so mein Stil, das zu zeigen. Hier können wir jetzt auch die Gegner ansehen. Zum Beispiel jetzt Gaibon. Hat 200 HP. Die Erfahrung und sowas wird hier angezeigt. Slogra, so. Auch so ein Gegner. Interested in this. Die Library Card, damit kommen wir direkt vor diesen Verkäufer wieder. Und like you. Das Damaskus-Schwert. Die Castle Map. Ah, Magic Score 1, Dark Metamorphosis. Stimmt. Das kann ich euch auch schon mal zeigen. Dark Metamorphosis, das aktiviert quasi so ziemlich die vampiralen Blutsaugerkräfte. Damit könnt ihr, wenn ihr nämlich vom Blut quasi getroffen werdet,
oder mit Blut in gegnerischen Blut in Kontakt tretet, könnt ihr euch nämlich heilen. Was auch Sinn macht. So, jetzt brauche ich aber das Gladius nicht mehr, sondern kann jetzt auf das Damaskus umwechseln. Und jetzt bekomme ich natürlich auch ein Rapier. Macht zwar auch weiter Schaden als das vorherige. Allerdings bleibe ich jetzt erstmal auf dem Damaskus, weil es zurzeit einfach das stärkste Schwert ist, was ich haben kann. So, jetzt fällt mir schon, boah, das war echt schon wieder 5 Minuten, ey. Beziehungsweise, ja, 6 Minuten sogar. Oh, 1000 Gold. Ne, ne. Und ich sollte gleich mal was trinken nach dieser Fahrt. Denn meine Kehle ist trocken. Und ich glaube, deswegen ist auch das Damaskus-Schwert auch so teuer, weil es auch so schnell ist. Zumindest habe ich das Gefühl. Natürlich gibt es auch ein Schwert, das sehr viel besser ist, nämlich das Alucard Sword. Allerdings, ob wir das jemals wiedersehen werden, ist eine andere Frage. Das Alucard Sword ist übrigens das Schwert, was wir auch am Anfang hatten. So, ich gehe einfach hier mal runter, verkürze mir so ein bisschen den Weg. So. Ach, Scheiße. Ich habe ja noch nicht die Fähigkeit. So, die Sachen habe ich schon erwähnt, die vergiften euch. Bei Gift, ich weiß gar nicht mehr, sagt ihr, ob das auch schwächt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall verliert er, glaube ich, HP. Und ich sollte demnächst ein bisschen... Ahaha. Also man sieht, es wird eigentlich im Grunde genommen mit laufendem Spiel werden die Anfangsgebiete immer einfacher. So. So. Ups, da habe ich das Schild so spät hervorgeholt. Ach ja. So. Jetzt können wir nämlich auch diese Türen öffnen. Und mit diesem Sprung haben wir jetzt nämlich auch neue Passagen geöffnet. Ups. Ich weiß nicht warum, aber ich werde andauernd von den Gegnern getroffen. So. Was haben wir hier? Attack Partition und Library Card. Und es braucht mal wieder 100.000 Jahre zum Laden. Und wir freuen uns alle einen Keks.
So. Das Angriff-Portion erhöht temporär nämlich unseren Angriff. Und ja, die Lagerikat habe ich ja schon erklärt. Warum ist jetzt allerdings die Musik hier aus? Kommt die gleich wieder? Nein. Hier unten gab es jetzt, glaube ich, nichts weiter. Yep, nur ein bisschen Ojia-Table. Und ein Skeleton. Und ein Slinger. Und einmal ein falsches Dingsbums. Ach Leute, das ist ein bisschen langweilig ohne Musik. Ah, da kommen wir auch noch nicht hoch. Ich bin froh, wenn ich diese Fähigkeit habe. Ah, Speicherpunkt. Wir werden also höchstwahrscheinlich von diesem Speicherpunkt eigentlich wieder anfangen. Denn so im Moment fällt mir jetzt auch keiner irgendwie ein. Ups. Der jetzt in der Nähe wäre. Aua, aua. Geh mir nicht auf die Nerven. Ah, das ist... Das Weihwasser macht eigentlich nicht gerade so viel. Hier gibt es wieder ein Herzchen-Container. Magie wird übrigens nie erhöht. Also es gibt dazu keine Erhöhung. Bandana. Was? Initiative ist runter. Nehmen wir einfach das hier, dann haben wir wieder plus 1. So, jetzt fragt mich allerdings nicht, wo ich wohl lang kann. Denn hier gibt es zwei Wege. Der eine, da fällt man pausenlos runter und kann nichts machen. Man kann nichts machen, so. Kann nichts machen, so ist ein blödes Deutsch. Vor allem, man macht ja auch immer was. Wenn es auch nur Leben ist. Oh, wir haben ein Javelin. Ein Javelin erhalten. Ein Javelin ist übrigens eine Wurfwaffe. Das heißt, sie verbraucht sich nach oder ist nach dem Gebrauch nicht mehr zu nichts mehr zu behalten. Man besitzt sie nicht mehr, nachdem man sie benutzt hat. So. Ich sammle hier dies hier noch mit ein, die Herzchen-Erweiterung. Gab's da eigentlich noch was? Nein. Nein. Dann würde ich gerade sagen, gehe ich wieder zurück zu dem Save Point. Denn wir haben hier jetzt auch wieder einiges geholt. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Let's Play Part. Blatrix FB meldet sich ab.